Tasyana Jayate Om Shuklam Bharadaram Vishnum Sashivanam Charobocham Prasanavadnam Tyayet Sarva Vigno Pashantaye. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Wir wollen meditieren mit einer Form der Energiemeditation, der Mantra-Energiemeditation. Sitze ganz gerade und aufgerichtet. Schulterblätter nach hinten und unten. Ein sanftes Lächeln. Augen ganz entspannt. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Einatmen Bauch hinaus. Ausatmen Bauch hinein. Atme 3 bis 4 Sekunden lang ein. Atme 3 bis 4 Sekunden lang aus. Konzentriere dich dabei im Bauchbereich, im Sonnengeflecht. Du kannst dir dort auch eine Sonne vorstellen im Bauch. Du kannst im Bauch ein Mantra wiederholen wie Om oder Om Namah Shivaya. Oder du kannst eine Affirmation wiederholen. Ich ruhe in meiner Mitte. Ich ruhe in meiner Mitte. Atme weiter tief ein und aus und geh beim Einatmen mit deiner Bewusstheit zum Bauch und beim Ausatmen zur untersten Wirbelsäule. Einatmen zum Bauch, ausatmen zur untersten Wirbelsäule. Du kannst dir auch vorstellen, dass beim Einatmen die Sonne im Bauch stärker strahlt und beim Ausatmen ein konzentrierter Sonnenstrahl zur untersten Wirbelsäule geht und die unterste Wirbelsäule aufleuchtet. Einatmen Sonne im Bauch stärker, ausatmen ein Lichtstrahl zur untersten Wirbelsäule, diese leuchtet auf. Du kannst ein Mantra wiederholen beim Ein- und Ausatmen oder du kannst beim Einatmen wiederholen, in mir ist und beim Ausatmen unendliche Kraft. In mir ist unendliche Kraft. Atme weiter tief mit dem Bauch ein und aus und geh jetzt beim Einatmen mit dem Bauch zur untersten Wirbelsäule und beim Ausatmen über die Wirbelsäule bis zum Scheitel. Einatmen vom Bauch zur untersten Wirbelsäule, ausatmen über die Wirbelsäule hoch bis zum Scheitel. Du kannst dabei ein Mantra wiederholen wie Om oder Om Namah Shivaya oder beim Einatmen kannst du wiederholen, ich strebe, ausatmen nach dem Höchsten.
Ich strebe nach dem Höchsten. Jetzt vervollständige den Kreislauf zum makrokosmischen Kreislauf. Geh beim Ausatmen mit deiner Bewusstheit über die Wirbelsäule und den Scheitel weit nach oben. Beim Einatmen von oben über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlechtsorgane hinunter in die Erde. Ausatmen wie über Wurzeln, über den Stamm der Wirbelsäule und den Kopf hoch zum Himmel. Einatmen vom Himmel vorne hinunter, über die Beine bis in die Erde. Ausatmen nach oben zum Himmel. Einatmen von Himmel bis in die Erde. Du kannst das mit einem Mantra verbinden. Du kannst es mit der Visualisierung eines Baumes verbinden, Wurzeln und Blätter bis zum Himmel. Oder kannst du auch eine Affirmation sprechen, beim Einatmen gut geerdet, wachse ich nach oben. Gut geerdet, wachse ich nach oben. Jetzt in der zweiten Hälfte der Meditation lasse den Atem sanft fließen. Bringe deine Bewusstheit entweder ins Herz hinein, wenn du Zugang finden willst für Liebe und Freude, oder zum Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn, wenn du deine Intuition verbessern willst, oder auf den Bereich oberhalb des Scheitels, wenn Licht von oben, wenn du dich öffnen willst, für Licht, Segen und Führung. Entscheide dich also für eines der drei Chakren. Halte dort deine Bewusstheit. Wenn du willst, stelle dir dort Licht vor. Und wiederhole dort ein Mantra wie Om oder Om Namah Shivaya oder auch eine Affirmation deiner Wahl. Wenn andere Gedanken und Vorstellungen kommen, schicke sie auch zum Chakra. Stelle dir vor, diese Gedanken kommen, dass du sie mit Licht erfüllen kannst und mit Mantrakraft. Verfolge die Gedanken nicht weiter, ergründe sie nicht, sondern schicke sie zum Chakra.
Stelle dir vor, sie lösen sich mit Licht auf, verschmelzen mit dem Licht und verschmelzen mit der Mantrakraft. Wiederhole also das Mantra oder ein Wort deiner Wahl im Chakra, wenn du willst, mit Licht. Und spüre so, was geschieht. Mit großer Achtsamkeit, vollkommen bewegungslos, Stille.
Mantra singen. Jaya Ganesha, Seite 12 im Kirtanheft. Kirtanhefte findet ihr in den Regalen an den Eingängen. Da sind die Texte, Übersetzungen und Erläuterungen. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pai Mam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshama. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pai Mam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshama. Sharavana Pava, Sharavana Pava, Pai Mam. Subramanya, 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 Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pai Mam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chit Guru Chit Gana Guru Chit Maya Guru Om Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chit Guru Chit Gana Guru Chit Maya Guru Om Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Satgurunataya. Om Namo Bhagavate Vishnudevanandaya. Om Namo Bhagavate Vishnudevanandaya. Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Jesus Om Jesus Om Jesus Kaimam Hanumanta 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 Rakshama Tat Om Tat Sat Om Tat Sat Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Und Schwerpunkt ist Svadhisthana Chakra. Und da gibt es zwei Juwelen im Svadhisthana Chakra. Das ist einmal Iksha Shakti und Kriya Shakti, Willenskraft und Tatkraft. Und so wollen wir heute gemeinsam 311 singen. Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om. Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om. Shiva Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om Iksha Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti, Om Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti Maya Shakti Jnana Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om Thank you.
Shakti Power Shakti Mama Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Alle zusammen Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Brahma Shakti Vishnu Shakti Shiva Shakti Om Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Iksha Shakti Kriya Shakti Jnana Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Devi Shakti Maya Shakti Jnana Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om Shakti Om. Adi Shakti Para Shakti Mala Shakti Om. Om Shakti Om Shakti Om 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 Shakti Om. Für das nächste Lied hätte ich ein Bitte an die Trommler, dass ihr euch extrem stark zurückhaltet. Also beim letzten Lied war oben Shakti, aber jetzt haben wir hier Videokameras und ich glaube, man hört nur Trommeln und keine Mantras mehr. Sanft ist gut. Hm? Wir haben noch drei andere große Trommeln. Hari Om. So viel Shakti, wollen wir sie irgendwie Richtung Ziel lenken? Hm? Da bietet sich an die Nummer 364. Hari Om Shivananda. Hari Hari Om Hari Om
Hari Om Sivananda, Hari Om Sivananda. Hari Om Sivananda, Hari Hari Om Sivananda, Hari Om Sivananda. Hari Om Sivananda, Hari Om Sivananda. Hari Hari Om, Hari Hari Om, Hari Hari Om, 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 Hari Om, Hari Om Sivananda, Hari Om Sivananda. Hari Om Sivananda, Hari Om Sivananda. Hari Hari Om, Hari Om, Hari Hari Om, Hari Om. Hari Hari Om, Hari Om, Hari Hari Om, Hari Om. Hari Hari Om, Hari Om, Hari Hari Om, Hari Om. Hari Hari Der heutige Satsang ist so kunterbunt wie das ganze Wochenende und die Teilnehmer einer neuntägigen Kinder-Yoga-Weiterbildung werden uns jetzt ein Lied singen. Danach haben wir zwei Kindergruppen, die hier etwas vorführen. Dancing Feet Kindergruppe und Ahimsa Kindergruppe. Danach werden wir noch, wir haben ja schon ein sehr dynamisches Shakti-Mantra mit Trommelwirbeln gehabt. Danach hatten wir eben erstmal ja meditative Mantra singen gehabt. Dann haben wir noch Kai und Janine Devi, die Mantra singen werden. Und danach wird Shanmuk Eckhart aus Madrid an seinen Vortrag halten und ich werde auch noch ein paar Worte sagen. Also es erwartet euch noch eine
ganze Menge, aber jetzt bekommen wir Licht gebracht. Hariom. Baustein A. Licht aus, bitte. Hallo? Hallo? Ist das Mikrofon? Okay. Also, Hariom nochmal. Wir hatten eine sehr schöne Zeit in den 9 Tagen und haben viel über das Kinder-Yoga gelernt. Und es ist uns ganz wichtig, als Kinder-Yoga-Lehrer auch den göttlichen Aspekt zu vermitteln, um unser Herz zu öffnen. Und das machen wir mit Singen. Und der Wolfgang hat uns ein ganz schönes Lied ausgesucht und könnt ihr gleich mitsingen. Und er erzählt jetzt, was für ein Lied. Ja, wir singen jetzt ein christliches Mantra. Das Mantra heißt: Mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Ich glaube, das können wir jetzt alle im Dunkeln singen, da brauchen wir keinen Text. Und kein Wechselgesang, bitte gleich alle mitsingen. Singen. Und werde Licht, denn dein Licht kommt. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht. Mache dich auf und werde Licht, denn vielen Dank euch und bringt das Licht in die Welt und lasst Kindern ihr inneres Licht erfahren.
Wir haben aber nicht nur Yoga gibt, wir haben ja auch einige Dutzend Kinder hier im Ashram. Ich glaube, dürften alle zusammen etwa 50 Kinder hier im Ashram sein und einige davon wollen uns jetzt etwas vorführen, und zwar zunächst die Dancing Feet. Also, wir wollen euch gerne das Mantra Namostute singen. Namostute, Namostute, Jaya Shri Shakti, Namostute, 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 Jaya Shri Shakti, Namostute, Namostute, Namostute. Jaya Shri Shakti Namostute, Jaya Shri Namostute, Jaya Shri Shakti Namostute, 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 Jaya Shri Shakti Namostute, 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 Jaya Shri Shakti Namostute, 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 Jaya Shri Saraswati, Namostute, 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 Jaya Shri Saraswati, Namostute, 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 Jaya Shri Saraswati, Namostute, Jaya Shri Te namostute, namo Shri Shakti, namostute, Jaya namostute, Jaya Shri Shakti, namostute, Jaya Shri namostute, Jaya Shri Shakti, namostute, Jaya Shakti, namostute, Jaya Shri Shakti. Namostute, Jaya Shri Shakti, Namostute, Namostute, Jaya Shri Shakti, Namostute, Jaya Shri Shakti, Namostute. Das war die Vorstellung. Ja, Hans-Jürgen gibt schon seit vielen Jahren Seminare für Kinder und Jugendliche und diesmal zum Thema Ahimsa. Und so bin ich mal gespannt, was diesmal kommt. Ja, ich auch. Okay, ich stelle das mal schön da auf, der große Name immer hört. Ich schiebe das mal ein Stück hier rüber.
Om Namah Shivaya. Ich bin der Hans-Jürgen. Könnt ihr mich hören? Ja? Habt ihr eben schon gehört von Sukadev? Ich bin der Hans-Jürgen. Ich gebe sonst die Kurse Yoga und Kampfkunst. Schon viele Jahre, 10 Jahre schon. Und jetzt an dem Wochenende machen wir mal Ahimsa-Training. Jetzt ist der Unterschied nicht so groß, wie du vielleicht denkst. Ja? Denn Ahimsa, das bedeutet ja nicht, nicht kämpfen und sich alles gefallen lassen und immer den untersten Weg gehen, sondern Ahimsa bedeutet ja nur nicht verletzen. Ja, das heißt, es kommt natürlich auf die Mittel an, mit denen ich arbeite. Und so suchen die Kinder jetzt an dem Wochenende jede Menge Möglichkeiten, eben sich durchzusetzen, ohne dass sie gleich irgendwem auf der Nase rumboxen müssen. Das geht über bestimmte Übungen, wir machen Rollenspiele, umfangreichere Rollenspiele und auch kleinere Rollenspiele. Und da hat der, ja, zwei davon, der Sina, Entschuldigung, und der Kai, die haben sich jetzt da an dem Wochenende beziehungsweise gestern da so eine kleine Szene erarbeitet, ja, die wollen die euch einmal vorspielen, ja. Dabei kommt es jetzt nicht unbedingt auf den Text an, ist auch nicht wichtig, was die für einen Streit haben, ja. Also die spielen irgendeinen Streit, Text ist nicht wichtig, weil es kommt auf die Körpersprache an, ja. 90% der Kommunikation läuft sowieso über die Körpersprache, meistens ist das also egal, was wir sagen. Deshalb beschränkt sich der eine auf das Ja und der andere beschränkt sich auf das Nein, ja. Der eine ist dafür, für irgendwas, der andere dagegen. Und die spielen zuerst die Szene, am besten ohne das Papier, wie es aussehen kann oder wie es aussieht, ja, wenn man keine Ahnung von Ahimsa hat. Ne? Bei los geht es los. Ne? Ihr geht dann noch mal, die anderen Kinder, die Sita, kannst auch noch einen Schritt zurück machen. Okay. Der Seni kann noch ein Stück nach hinten gehen. Dann dauert es was länger, bis du da bist. Geh noch ein Stück nach hinten. Okay. Ihr könnt auch ruhig versuchen, euch da mal in einen so ein bisschen reinzufühlen. Ja? So. Und, bitteschön, los geht es. Ja. So wie es nicht geht. Ja. Nein. 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 Ja. Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja. Oh, Dankeschön! Applaus, Applaus! Okay, die nächste Szene ist dann, jetzt hat wenigstens einer schon mal bei mir Unterricht gehabt. Fertig? Ja. Und los. Ja. Nein. 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 Dankeschön. Applaus, Applaus. Das habt ihr alle verstanden, ne? Wer hat das verstanden? Finger hoch. Okay, reicht. Wer da noch, da gibt es ja jede Menge Übungen so, ne? Die können wir jetzt nicht alle vormachen. Wer da noch mehr Übungen von lernen möchte, ja, im Sommer gibt es eine Ausbildung zum Ahimsa-Trainer bei der Lalita und bei mir. Und könnt ihr alle kommen, ne? Jetzt machen wir noch die Ahimsa Powerline, aber nur den Anfang, ne? Sonst sind wir morgen noch hier. Ist hier ziemlich lang. Dazu, wo soll der jetzt hin? Ja, frage ich mich auch. Das Ding stellen wir mal auf Seite. Und dann macht er noch, oh, tust du mal runter eben. Und den
Zettel legst du mal eben auf Seite. Ja, reicht doch am Platz, oder nicht? Geh mal nach vorne, geh mal nach vorne, geh mal nach vorne. Tauch mal eben runter. Ihr habt alle Platz, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay, dann geht los. Habt dann da hinten Platz, nicht, dass irgendwann umdeutet. Okay, gut. Darüber, ihr sprecht mir alle nach, ne? Ihr sprecht mir nach. Darüber habe ich selber schon gelacht. Darüber habe ich selber gelacht. Doch ist es wahr. Ahimsa. Ahimsa. Ist die stärkste Kraft. Ist die stärkste Kraft. Stärker noch als blaue Bohnen. Und stärker als die neuesten Kanonen. Popo hoch und Ferse runter. Dann wird auch noch die Kraft des Herzens munter. Ahimsa. Ahimsa. Nach rechts drehen. Die Kunst, ganz liebevoll zu handeln. Wird mein Leben in Sonnenschein verwandeln. Und der Yogi ist nicht dumm. Der kann das auch noch andersrum. Riesengroßen Applaus. Ahimsa. Die Kunst mit Freundlichkeit zu handeln. Kann sogar die Blödis wandeln. Diese Wahrheit. Dreht euch um. Schafft uns Klarheit. Mit Ahimsa setze ich alle Blödis matt. Hari Om Tat Sat. Euch vorstellen, ja, muss vielleicht nicht so laut sein jetzt das Ding, ihr könnt euch vorstellen, wenn man da so steht und es kommt einer auf einen zu und man versucht einfach nur stehen zu bleiben und stand zu halten, so wie er das gemacht hat, was braucht man dafür? Dafür braucht man natürlich jede Menge Mut und deshalb haben wir so ein kleines Liedchen über Mut. Wir singen einmal die eine Strophe vor und dann singt ihr die Strophe nach. Wenn ihr nicht verstanden habt, was ich gesungen habe, ja, dann singt ihr einfach immer nur, dann hast du Mut, dann hast du Mut, dann hast du Mut und Mut tut gut. Das habt ihr dann schnell. Bitte? Ja. Dann hast du Mut, hast du Mut, dann hast du Mut und Mut tut gut. Wenn du es wagst, deine, ihr dürft mitsingen jetzt, wenn du es wagst, deine Meinung zu sagen, wenn du Erwachsene löcherst mit Fragen, dann hast du Mut, dann hast du Mut und Mut tut gut. Wenn du dem hilfst, den die anderen verlachen, wenn du es zugibst, auch Fehler zu machen, dann hast du Mut, dann hast du Mut und Mut tut gut.
Wenn du dem hilfst, den die anderen verlachen, wenn du es zugibst, auch Fehler zu machen, dann hast du Mut, hast du Mut, dann hast du Mut und Mut tut gut. Wenn du die Angst irgendwann überwindest, ganz offen sagst, was du gut und schlecht findest, dann hast du Mut, hast du Mut, dann hast du Mut und Mut tut gut. Wenn du die Angst irgendwann überwindest, ganz offen sagst, was du gut und schlecht findest, dann hast du Mut, hast du Mut, dann hast du Mut und Mut tut gut. Wenn ihr euch traut, auf den Köpfen zu stehen, um diese Welt einmal anders zu sehen, dann habt ihr Mut, habt ihr Mut, dann habt ihr Mut und Mut tut gut. Wenn ihr euch traut, auf den Köpfen zu stehen, um diese Welt einmal anders zu sehen, dann habt ihr Mut, habt ihr Mut, dann habt ihr Mut und Mut tut gut. Wenn ihr es schafft, eure Angst zu bezwingen, aus dem Hund in die Krähe zu springen, dann habt ihr Mut, habt ihr Mut, dann habt ihr Mut und Mut tut gut. Wenn ihr es schafft, eure Angst zu bezwingen, aus dem Hund in die Krähe zu springen, dann habt ihr Mut, habt ihr Mut, dann habt ihr Mut und Mut tut gut. Wenn ihr euch traut, auf dem Rücken zu liegen und voll Vertrauen die Augen zu schließen, dann habt ihr Mut, habt ihr Mut, dann habt ihr Mut und Mut tut gut. Wenn ihr euch traut, auf dem Rücken zu liegen und voll Vertrauen die Augen zu schließen, dann habt ihr Mut, habt ihr Mut, dann habt ihr Mut und Mut tut gut. Applaus, Applaus für die Kinder. Ja, vielen Dank euch und ich wünsche euch, dass ihr diesen Mut habt, Ahimsa im Alltag zu leben. So wie Mahatma Gandhi gesagt hat, Ahimsa ist eine Tugend der Starken, nicht der Schwachen. Schwach ist einfach, aber stark zu sein. Und das ist schön, dass Kinder schon dazu angeleitet werden. Und jetzt werden Janine und Kai wieder zu Kirtans anleiten und uns so helfen, in eine meditative Stimmung zu kommen. Wir möchten gerne die Nummer 151 mit euch singen. Das ist Krishna Govinda. Thank you.
Krishna Govinda, Govinda, Gopala. Krishna Govinda, Govinda, Gopala. Krishna Govinda. Aus der Gitarre nehmen. So ist gut. Krishna Govinda, Govinda, Gopala. Krishna Govinda, Govinda, Gopala. Krishna
Shri Krishna Bhagavan ki. Ich freue mich sehr, dass an diesem Osterwochenende Shanmugh und Gauri hier sind. Ich kenne die beiden seit 30 Jahren, sind es jetzt. Und Shanmugh gibt gerade ein Wochenendseminar zum Thema Selbstvertrauen und innere Stärke entwickeln. Und ich kann sagen, er hat mir vielen Jahren viel geholfen, Selbstvertrauen und innere Stärke zu entwickeln. So, es gibt so ein paar Sätze, die mir im Kopf geblieben sind. Vor 30 Jahren wollte ich den Swami Vishnu um eine Einweihung bitten und habe mich nicht getraut, dort zu sprechen und was ich machen soll und habe ihn gefragt, könnte ich das auch machen? Und er sagt, sure, why not? Und diese Worte, sure, why not, sind mir immer so im Kopf, wann immer ich so irgendwo sagen, ja, geht, kann ich das mich trauen oder nicht trauen, dann sind tatsächlich seine Worte dort. Ja. Sure, why not? David, vielleicht kannst du ihm so ein paar Sachen übersetzen. Jetzt habe ich selber nicht aufgepasst. Die nächsten dann. Dann ein Jahr später habe ich dann das erste Mal eine Yoga-Lehrerausbildung mit unterrichtet. Eigentlich kam ich nur zum Übersetzen, aber dann irgendwie sollte ich dann die ganze Ausbildung mit unterrichten für die deutsche Gruppe. Und dann habe ich ihm auch gefragt, ja, nachdem der Same Vishnu mir gesagt hat, ja, Meister wirkt schon durch dich hindurch. Und dann habe ich ihn so gefragt, ja, was soll ich denn unterrichten? Dann hat er gesagt, you know everything. Just go ahead, everything will work out fine. Du weißt alles, es wird schon alles gut gehen. Ich war gerade 20 gewesen, hatte 3 Jahre vorher mit Yoga begonnen, 2 Jahre vorher meine Yogalehrerausbildung genommen. Aber irgendwo diese Worte. Später habe ich rausgekommen, er hat eigentlich nicht viel Zeit gehabt, mich einzuweisen. Das war dann die einfachste Weise, einfach zu sagen. Er war ja der Leiter der Yoga-Lehrerausbildung. Und jetzt kurzfristig dann noch jemanden einzuweisen, das war nicht möglich. Aber hat dann gesagt, du weißt schon, sag's einfach weiter. Aber es gab mir irgendwo so ein Selbstbewusstsein und eine Stärke. Gut, über viele Jahre habe ich ihn mindestens einmal, manchmal zweimal übersetzt bei der 4-wöchigen Yogalehrerausbildung. Viele seiner Vorträge kannte ich dann auswendig und habe dann eine wahrhaft simultane Übersetzung gemacht. Das Ziel war dann, dass die deutsche Gruppe oder später die französische Gruppe zum gleichen Zeitpunkt lacht wie die englische Gruppe. Das habe ich auch mit Same Vishnu probiert. Schwierig wurde es, wenn ich etwas schnell war und die deutsche Gruppe etwas früher gelacht hatte. Der Same Vishnu hat mich dann mal ganz angeschaut. Gut, in späteren Jahren haben wir viel darüber gesprochen, über was man vielleicht machen kann, um letztlich auch Yoga-Ashrams auf das 21. Jahrhundert irgendwie vorzubereiten und dass es irgendwie Sachen geben muss wie Krankenversicherung und geregeltes Taschengeld und irgendwo Mitbestimmung durch Mitarbeiter. Er war so einer, mit dem ich über all diese Themen dann mit sprechen konnte. Und dort haben wir dann tiefe Gespräche schon in Shivananda-Yoga-Zeiten geführt. Und aber noch etwas, was ich bei ihm bewundert hatte, war, der Same Vishnu hat ihm oft unmögliche Aufgaben gegeben. Irgendwann hat er gesagt, ich weiß nicht, du hast eine Woche, um ein Haus zu bauen. Wenn ich das hier unserem Bauleiter sage, es hat eine Woche, um einen Architekten,
eine Gruppe von Architekten zu finden, aus der wir jemanden auswählen können. Aber nein, nach einer Woche oder so gab irgendein Wirbelsturm auf den Bahamas und das war halt ein Haus kaputt und das sollte der Swami Vishnu und andere kommen. In einem Tag sollte das alles, einer Woche sollte es gebaut werden. Ja, ein richtiges Haus mit Elektrizität und allem Wasser und Dach und schon ein richtiges Haus mit Küche und Teppich und vielleicht waren es auch 2 Wochen, aber jedenfalls, da war nicht die Frage, geht's oder geht's nicht. Let's do it. Und er hatte so einen Freund gehabt, der hieß Bharata, der in mancherlei Hinsicht ein gewisses Temperament wie unser Bharata noch Keshava hatte. Und der, wenn der unmögliche Sachen zu machen hatte, dann hat er immer gesagt, so much fun. Und das hat er auch öfters gesagt, so much fun. Und in den Ashrams ging sehr viel mehr schief als hier. Vor allen Dingen, die Gebäude waren ja, wenn ihr gehört, die sind in einer Woche aufgebaut worden zum Teil. Das hat auch Auswirkungen gehabt. Und es war nie Geld da, die so gründlich, wir haben auch kein Geld, aber irgendwie haben wir trotzdem alles Mögliche repariert. Und dann regnete es rein von oben und von unten und von, also Wasser war überall da, wo es nicht sein sollte, aber nicht da, wo es rauskommen sollte. Nicht immer, also es war, die Sachen bleiben einem in Erinnerung, aber es gab sowas. Und dann, wenn plötzlich wieder so eine Katastrophe war, so much fun. Da muss ich so daran denken, als ich irgendwann mal vor 12 Jahren bei der ersten Gruppenreise nach Indien war und dort war immer der Küchenchef, hat uns dort willkommen geheißen, die deutsche Gruppe. Und er war immer so freundlich und lächelnd und lachend, da habe ich gesagt, ich weiß von unseren Küchenchefs, die sind immer unter Spannung, weil immer alles Mögliche zu tun ist. Und er kann dort so lachend dort sein. Und dann hat er mich angelächelt und hat gesagt, weißt du, gerade heute Morgen ist der Hauptgasherd kaputt gegangen. Es regnet von der Decke und wir mussten die gesamten Vorräte mussten wir dort wegräumen. Und wir wussten nicht, ob wir überhaupt das Ganze kochen konnten. Und dann habe ich gesagt, und wieso lachst du jetzt so? Und er sagte, vor einigen Jahren habe ich gedacht, entweder ich lache, or I will go crazy. Und ich habe mich dafür entschieden, nicht verrückt zu werden, sondern zu lachen. Dann habe ich gesagt, thank you for this lesson, but please go to your kitchen. Habe ich gesagt, ja, danke für dieses Lachen, aber du kannst jetzt in die Küche gehen. Und er hat öfters dieses Vertrauen, so much fun. Und nothing to it, just to do it. Man muss nichts anderes machen, als es einfach zu tun. Also dieser Hinsicht, Shanmuk ist ja auch der über alle Hindernisse hinausgeht und dort. Und wann immer jetzt in Yoga-Vidya-Zeiten kommt, dann hat er immer diesen positive Ermutigung. Denn wir haben ja auch alle möglichen Krisen und dann ermutigt er immer. Aber er hat in den letzten Jahren und zusammen mit Gauri noch einige andere Teile letztlich in Yoga Vidya begründet. Letztlich, Gauri hat die ersten Yoga- und Massagewochenenden bei Yoga Vidya gegeben. Das ist schon in der Vor-Ashram-Zeit 1994, 95 gewesen. Und dann seitdem jedes Jahr gekommen. Und so ist dieser ganze Massagezweig bei Yoga Vidya unter anderem mit Gauri entstanden. Und jetzt haben wir ja klassische Massage, Lomi-Lomi-Massage und Tuina-Massage, Rückenmassage, Seitmassage, Gesichtsmassage, Anti-Azidose-Massage und ein anderes Dutzend noch. Und das hat sich dann gut befruchtet mit dem ganzen Ayurveda, was dann ja letztlich dann über Shivakami dann noch mit reingekommen ist. Gut, und Shanmuk hat noch eine andere Sache bei Yoga Vidya hineingebracht, die jetzt sehr groß geworden ist, nämlich Yoga und Psychotherapie. Denn als er dann in Madrid und Barcelona Zentren aufgemacht hatte,
Dort fing er, hat er noch gedacht, er will noch studieren. Irgendwie, er war zwar schon 50, aber irgendwo wollte er jetzt noch Psychologie studieren. Hat dann auch noch ein Diplom in Psychologie gemacht und dann hat ihn das so, habe ich ihn dann gebeten, dann kann er das bei uns mit einbringen. Nicht nur positives Denken im Sinne, wie es auch Swami Shivananda gelehrt hat, sondern auch empirische Psychologie, wo man auch das, was die alten Meister sagen, ergänzt in dem, was moderne Psychotherapien sagen. Und aus dem Ganzen ist dann letztlich auch, oder das war sicher einer der vielen Anstöße für die Yoga-Psychotherapie, die ja jetzt bei Yoga Vidya auch recht stark geworden ist. Und ich freue mich, er schenkt mir auch immer Bücher, die sehr wichtig sind. Und gestern haben wir über das gesamte Universum und die Weltgeschichte gesprochen, über Wirtschaftssystem, historisch und alles. Wir haben also das ganze Universum verstanden gestern. So, und jetzt bin ich gespannt, was er jetzt erzählt, nach dieser Einleitung. It's not fair. Das ist nicht fair. I think he covered it all, really, you know? Ich denke, du hast schon alles gesagt. After there's so much fun and nothing to it but to do it, there's not much to add, you know? Nach dem so much fun, so viel Spaß und nichts zu tun, außer es einfach zu tun, da muss man eigentlich gar nichts mehr sagen. But, yeah. We had lots of fun. We had lots of fun and I'm very happy that Sukadev is getting into this fun business. Aber wir hatten wirklich viel Spaß und ich freue mich, dass Sukadev da auch in den Spaß so gut einsteigen kann. Because I used to worry, I thought we didn't come from the same school, you know, the Shivananda or the Vishnudevananda school. Because here everything, I was supposed to start at 9:11. Manchmal habe ich mir Sorgen gemacht, dass wir nicht aus der gleichen Schule kommen. It's 9:26. Denn ich sollte eigentlich schon um 10 nach 9 anfangen und jetzt ist es schon 26 nach 9. And he's not upset. Und er ist gar nicht aufgeregt oder ärgerlich. He's in fact laughing and introducing me in such a humorous way. Tatsächlich lacht I'm er thinking, sogar. I'm thinking, am I in the right place? Und stellt mich auf so humorvolle Weise vor. Ich dachte schon, bin ich hier am richtigen Ort. Yeah, we're it's hard to imagine or to catch what Sukadev was talking about when he was making those humorous remarks about our early days. Schwer sich vorzustellen, worüber Sukadev tatsächlich gesprochen hat, als er über unsere frühen Tage gesprochen hat. Because really, as he said, we were flying by the seat of our pants. Everything was just extemporaneous. I mean, nothing was planned. Denn bei uns war wirklich alles improvisiert. Wir konnten überhaupt nichts planen. And it was the grace of Swami Vishnuji. It was so contrary to the American Canadian culture in which the setting was. Und das war einfach die Gnade von Swami Vishnu. Es war so gegensätzlich zu der amerikanisch-kanadischen Kultur, in dem das alles stattfand. You know, we would be having satsang like this, and all of a sudden Swamiji would say, let's take everybody outside and we're going to weed the hill. Und wir There hatten was zum a big Beispiel hill, mal, big ski hill. Wir hatten mal zum Beispiel Satsang wie hier jetzt und dann hat plötzlich Swamiji gesagt, lasst uns alle rausgehen und den großen Hügel, die Abfahrt da, das Unkraut jäten. Or we were slow on getting the plants, the flowering plants that the annuals put in the ground. So we take 500 people from the asana, from the Satsang hall. It's dark outside and now we're going to plant them all tonight. Oder lasst uns einfach die 500 Leute aus dem Ashram nehmen und obwohl es draußen dunkel ist, rausgehen und die Pflanzen, die Setzlinge endlich setzen. And you know, at the beginning you go crazy because you think it's not possible. How do you take 500 nice, gentle people? They came from Montreal, they came from New York, they came from Chicago. You know, they run businesses, everything is properly timed. And now all of a sudden you tell them, get up in your bare feet, we're going outside, we're going to do it. Mosquitoes, no, nothing to complain about, everything is there. And then when it's finished, ice cream for everybody.
Und du dachtest am Anfang, das ist total verrückt, das ist unmöglich. Die Leute kommen von Montreal, Chicago, überall her, die haben Geschäfte am Laufen, die sind irgendwie alle nett eingestellt, die jetzt rauszubringen und dann da arbeiten zu lassen. Aber tatsächlich, es hat geklappt und zum Schluss gab es dann immer Eiscreme für alle. Very good, eh? Very schön, very good. You know, so after that, there's really not much to say, except that if you can live with that kind of attitude, really, there's not much that psychology can teach you or even the wisdom systems. You just follow that example. There's nothing to it but to do it. Und wenn man das erlebt hat, ist es tatsächlich so, dass man gar nicht mehr viel groß neue Psychologie oder alte Weisheitslehren braucht, sondern es geht einfach, es ist nichts anderes als einfach das zu tun, was zu tun ist. We are adaptive beings. Wir sind anpassungsfähige Wesen. You are all adaptive creatures. Ihr seid alle anpassungsfähige Wesen. And if you get out of your way, you can do it. Und wenn ihr euch nicht selbst im Wege steht, dann könnt ihr es tun. It's just what we put in here. Das ist einfach nur, was wir uns, was in unserem Geist vorgeht. That blocks us. Das blockiert uns. So Swamiji would just do the nonsense. Und it looked like nonsense. Hat Swamiji einfach das gemacht, was nach Unsinn aussah. At 3 in the morning, he would call a staff meeting. 3 in the morning, everybody up. Gauri remembers. Now, photocopy all these things, send them to around the world. Everybody is up. All the staff are up. 50 staff are up at 3 o'clock in the morning. You know, we have 500 guests. How are the staff going to take care of 500 guests at 9 o'clock or at 8 o'clock or 7 o'clock in the morning if they're up at 3? Er hat zum Beispiel um 3 Uhr morgens die ganzen Mitarbeiter aus dem Bett geholt, um ein Treffen zu organisieren, dass dann irgendwelche Aussendungen vonstatten gehen sollen. Wie sollten dann die 500 Gäste versorgt werden um 8 Uhr oder 9 Uhr morgens, wenn die Mitarbeiter alle schon um 3 Uhr aus den Betten geholt werden? Es war einfach kein Problem. So when I look back and when Sukadev reminds me of that, I think I really do feel that it was so much of the teaching. Because we like to go by the book and everything is this way and that way and organized. But courage is only learned by doing. Und wenn ich jetzt zurückblicke und Sukadev erinnert mich da immer wieder sehr schön an, dann merke ich, dass es einfach darum, dass diese Lebensweise einfach das war, was uns gelehrt hat. Wir haben zwar gerne auch aus Büchern gelernt, aber der Mut wird einfach durch das Tun erlangt. And in psychology we have all kinds of fancy names for it. Desensitization. In der Psychologie haben wir diese ganzen verrückten Namen dafür. Wir haben diese Desensibilisierung. Confronting your fears. Und die Angstkonfrontation. Acceptance therapy. Die Akzeptanztherapie. They're all fancy names. Gibt's alle möglichen Namen für. But the experience and the method is the same. Aber die Erfahrung, die Methode ist die gleiche. You can do it. Du kannst es machen. It doesn't matter if you're a high reactive. You can do it. Es, it doesn't nicht, matter if you're a low reactive. You can do it. Sehr sensitive Person bist oder eine weniger sensitive Person, du kannst es vollbringen. You may believe that you're shy. Du glaubst vielleicht, dass du schüchtern bist. As Swamiji told Sukadev, you know it, do it. So wie Swamiji Sukadev gesagt hat, du kannst es, mach's einfach. And Swami Vishnu did that with everyone. Und Swami Vishnu hat das so mit jedem gemacht. He just gave you the responsibility. Er hat dir einfach die Verantwortung gegeben. And because of his charisma, his particular position, you have so many ways to explain it and understand it. The fact is that when he gave you that much trust, you responded in kind. Und aufgrund Swami Vishnus Ausstrahlung und seiner Position, man könnte es auf verschiedene Art und Weisen erklären. Wenn er dir die Verantwortung gegeben hat, hast du einfach auf richtige Weise reagiert. And if you see a good teacher with the kids, und wenn du zum Beispiel diesen guten Lehrer mit den Kindern siehst, what do? They give them, they express to them the trust and the respect that they have for that child. Was machen die guten Lehrer? Sie drücken ihr Vertrauen und ihren Respekt für die Kinder aus. And they shine. Und die Kinder leuchten. And that was Swamiji's teaching. And if there's anything we can teach you, that's what we want to teach you. Und das ist Swamiji's Lehre. Wenn wir euch irgendetwas beibringen wollen, das ist es, was wir euch beibringen wollen. My wife, Gauriji, she wants me always to tell a story. Meine Frau Gauriji möchte immer, dass ich eine Geschichte erzähle. And you know, at my age, stories, it's very hard to remember stories. Und wenn man so alt ist wie ich, dann ist das gar nicht mehr so leicht, Geschichten zu erinnern. But there's one story, there aren't many funny stories in psychology, but there's one funny story that she likes, and I haven't told it for a while.
So I'm going to end with this little story. I don't know if it'll help you, but it's a psychology story. Es ist eine, es gibt nicht viele lustige Geschichten in der Psychologie, aber eine lustige Geschichte in der Psychologie gibt es und die habe ich jetzt schon eine ganze Weile nicht erzählt und ich glaube, mit der möchte ich hier beenden. And it comes out of the cognitive behavioral therapy school. Und die kommt aus der kognitiven Verhaltenstherapie-Schule der Psychologie. And it's a story that actually happened to me in Madrid as well. So it has a reality to it. It's a reality story, reality therapy. Und es ist eine Geschichte, die mir tatsächlich auch in Madrid passiert ist, also eine wirkliche Geschichte. My daughter is here as well with her two friends who are thinking, man, this place is crazy. Und meine Tochter ist auch hier mit den ihren zwei Freunden, die glauben, dass dieser Ort hier total verrückt ist. And now your dad is speaking. Und jetzt spricht auch noch ihr Vater. Anyway, with my daughter, we used to, when we walked in our neighborhood in Madrid, we would find in those days a lot of dog doo-doo. Also, als, auf jeden Fall, als ich da mit meiner Tochter oft in Madrid langgelaufen bin, haben wir ganz häufig Hundekacke gefunden. Spanish people yet weren't trained the way the German people are. Die Spanier waren noch nicht so trainiert wie die Deutschen heute. So they didn't clean up afterwards. Die haben also nicht hinterher aufgeräumt. Even in New York they clean up. Sogar in New York räumen sie auf, aber nicht in Madrid. So my daughter and I, we used to call it Kakalandia. Also meine Tochter und ich, wir haben das dann Kakalandia genannt. Anyway, where we live in Madrid, we have several neighbors. Egal, also wie, als wir da nun in Madrid gelebt haben, hatten wir einige Nachbarn. And one morning I was observing what was happening from the window. Und eines Morgens stand ich am Fenster und beobachtete, was da geschah. I used to tell Gary that, you know, one of the neighbors, he's angers very easily. Und ich habe Gauri schon gesagt, einer der Nachbarn, der war sehr leicht erregbar. And one morning I was watching and he was coming out of his house and he stepped in that dog doo-doo. Und eines Morgens ging dieser Nachbar aus seinem Haus und trat da in den Hundehaufen hinein. And he just went red. Like, I thought he was going to have a heart attack right there. The blood pressure went up. He started to yell, to swear in Spanish. I didn't know what it meant, but I knew it was swearing. And he's looking for the owner of that dog. He's going to wring his neck. Und dieser Mann wurde einfach. And I called Gary. I said, Gary, come, look, the man is going to have a heart attack right here. Ich dachte, der würde eine Herzattacke bekommen und er würde gleich den Hundebesitzer suchen und ihn umbringen wollen. Ich rief Gauri, guck mal, der wird hier gleich einen Herzattacke bekommen. We have to give him my card and send him for anger therapy. Wir müssen ihm meine Karte geben und eine Wuttherapie mit ihm durchführen. I pulled her back from the window and then I said something to Gauri and a few moments later I heard another door open. Und ich ging dann vom Fenster weg, sprach mit Gauri. Ein paar Momente später hörte ich, wie sich eine andere Tür öffnete. And another one of our neighbors steps out. Und ein anderer Nachbar kam raus. And this particular man, he's you could see he's anxious. Always he's a bit, he's not sure of things. Und so das, I thought, Gauri, he's an anxious individual. Und das war jemand, der sehr unsicher war. Man konnte sehen, dass er einfach nicht ganz gut bei sich war. Er war eine ängstliche Persönlichkeit. Comes out of the house, sure enough, because, as I told you, it's uncontrolled in Madrid. He also steps in a dog doo-doo. Und er kommt aus dem Haus und natürlich, weil da einiges rumlag, trat er auch in einen Hundehaufen hinein. But he doesn't yell, he just goes, ach du Liebe. And he's just vibrating there. He can't go back into the house. He can't go forward. He doesn't know what to do. Und, because if he goes back to the house and to clean his shoes, he'll be late for work. But if he goes forward and goes to work with the dirty shoes, he's afraid he'll be fired. So he's like that. He's stuck. He's just stuck. I also called the guy. I said, look, this is unbelievable. Just right out of the textbook. He can't decide. Und das ist, war einfach total beeindruckend zu sehen. Er hat nicht geschrien, sondern er war vollkommen hin und her gerissen. Er konnte nicht mehr vorwärts gehen, er konnte nicht mehr zurück. Er konnte nicht zurück, weil er dann zu spät zur Arbeit ging. Er konnte nicht vorwärts, weil er dann riskierte, gefeuert zu werden mit dem Hunde, mit der Hundescheiße am Schuh. Und er war hin und her gerissen. Es war wie in einem Drehbuch. He's really good. And then a third neighbor. We had a third neighbor. Und der dritte Nachbar, wir hatten noch einen dritten Nachbar.
He was always very serious and never smiled. Er war immer sehr ernsthaft, hat nie gelächelt. I said to Gauri that he's a depressive type. Ich sagte zu Gauri, er ist so ein bisschen depressiver Typ. Sure enough, that particular morning, strange morning this one, that particular morning he steps out to. Und natürlich an diesem besonderen merkwürdigen Morgen kam auch der raus. Also that famous dog doo-doo got him. Und trat natürlich auch in diesen berühmten Hundehaufen hinein. But unlike the other two, his face goes even longer. Aber anders als die anderen beiden wurde sein Gesicht noch länger. You could just see it's like darkness overcame. Man konnte einfach sehen, als ob sich da Dunkelheit über ihm breit machte. He went back to, turned around slowly, walked very slowly into that. I said to Gauri, I'm sure he's going to go to bed and never get out of bed. Und er drehte sich langsam um, ging langsam ins Haus zurück und ich sagte zu Gauri, ich bin mir sicher, der geht ins Bett und steht nie wieder auf. In his world, that was it. He lost his job. He's convinced his wife will leave him. He will lose his apartment. There's no use to go on. In seine Welt sah dann sicher so aus, er würde seinen Job verlieren, er war sich sicher, seine Frau würde ihn verlassen, er wird seine Wohnung verlieren. Es macht keinen Sinn mehr weiterzumachen. After seeing all of that, I said, well, I better get out of here. Nachdem ich all das gesehen habe, dachte ich, ich gehe mal besser raus hier. So I said, I kissed Gauri goodbye. I said, I'm going to work. So I walked out the house, and you know, and I'm looking. Sure enough, I stepped in the doghouse. Und ich gab Gauri einen Auf Wiedersehenskuss und ging dann raus. Und natürlich trat auch ich, obwohl ich mich umgesehen habe, genau in einen Hundehaufen hinein. And I started to laugh. Und ich begann zu lachen. Gauri looked out the window and said, Shanmuk, why are you laughing? Und Gauri guckte da aus dem Fenster und schaute mich an und fragte, Shanmuk, warum lachst du? I said to her, look, how lucky I am, I have shoes on. Ich sagte zu ihr, schau mal, wie glücklich ich bin, wie viel Glück ich habe, ich habe Schuhe an. So that's it. It's cognitive behavioral therapy in a joke. Das ist also die kognitive Verhaltenstherapie. I hope you enjoyed it and I hope you enjoy your stay here and your lovely smiling faces always lift me up. Sukadev is a grand inspiration. All I can say is what he's done here is fantastic work. It's really in the spirit of Swamiji and he maintains it and keeps it alive in a way I've never seen anywhere before. I can only say wonderful things. Every time I come, I'm more and more impressed and more inspired. And I hope those of you who... Sorry. Ich hoffe, ihr genießt das hier. Ich kann nur sagen, Sukadev ist eine großartige Inspiration. Der macht das hier ganz toll im Geiste von Swamiji. Und jedes Mal, wenn ich komme, kann ich nur sagen, es ist unglaublich, was er hier leistet. Und es ist unglaublich inspirierend. And for those of you who are new, he was telling me there are very many new people here. Und für diejenigen von euch, die neu sind, der hat mir gesagt, dass viele neue Menschen hier sind. I have lost touch with that beginner's mind for a long time. Ich habe den Kontakt zu diesem Anfängergeist schon vor langer Zeit etwas verloren. But I was reminded when we came because we came with my daughter and two of her friends, her school friends. Aber ich wurde daran erinnert, weil ich mit meiner Tochter und zwei ihrer Schulfreunden herkam. And I realized again after all these years what it is to be a beginner coming here. Und ich habe tatsächlich erkannt, als es durch diese beiden Menschen, was es bedeutet, als Anfänger hierher zu kommen. One of them called her mother and said, you know, Mom, I had breakfast this morning. There were 500 people there. Und eine von ihren Freundinnen hat ihre Mutter angerufen und hat gesagt, oh, Mutter, ich hatte heute Morgen, war ich beim Frühstück und da waren 500 Leute. And she's got her video camera out and she's filming all these people that have four arms. Und sie hat ihre Videokamera rausgenommen und three heads. All diese Bilder gefilmt, diese Leute darauf, die vier Arme, drei Köpfe haben. I just imagine you, how am I going to explain all of this when I get back to Madrid? Und ich habe mir nur überlegt, wie kann ich all das erklären, wenn ich zurückfahre nach Madrid? So all I can say to you is not to worry, everything's going to be fine. You're going to be all right. I told the parents before we left, we're going to a cult. Your kids are going to be fine. They're going to come back totally changed. You'll never recognize them again. Ich kann euch nur sagen, es ist alles in Ordnung, wird alles super laufen. Ich hatte den Eltern schon im Vorhinein gesagt, wir gehen dann in einen kultigen Haufen. Und wenn die zurückkommen, werden sie verändert sein für ihr Leben. Alles wird anders sein.
So, thank you very much. I hope you enjoyed it, and I hope it helped you something. Thank you. Thank you very much. Jetzt habt ihr noch ein anderes Beispiel, nicht nur für kognitive Psychotherapie, diese Geschichte, sondern letztlich auch, wie man Ayurveda, Vata, Pitta und Kapha erklären kann. Der Pitta-Mensch, der Vata-Mensch und der Kapha-Mensch, wenn sie gestört sind in ihrem Dosha. Wir können es aber anders machen, uns freuen über die guten Dinge. Und so gibt es eben diese paar Sätze, die ich so im Laufe der Jahre letztlich von Shanmuk gelernt habe. Das eine war, sure, why not? Könnt ihr selbst öfters mal, wir können es gerade mal sagen, sure, why not? So much fun. You know everything. Nothing to it but to do it. Wenn man das jetzt auf Deutsch übersetzt, muss man auch noch überlegen. Wie kann man sure, why not auf Deutsch übersetzen? Sicher, warum nicht? Gut. Oder gibt es noch eine andere? Na klar. Klar, warum nicht? Das, klar, warum nicht? Das klingt auch schon wie ein Mantra. So much fun, wie kann man das gut übersetzen? So viel Spaß? Sagt mir das? So. Was für ein Spaß. Ich glaube, das ist was für ein Spaß. Gut. You know everything, du weißt alles. Ich glaube. Und nothing to it but to do it. Bitte? Mach's einfach. Mach's einfach. Also, klar, warum nicht? So viel Spaß, oder? Was für ein Spaß, du weißt alles und tu es einfach. Ach, hier unter Zeit. Wir singen das Om Triambakam, die Nummer 800 im Kirtanheft. Mantras für den Frieden der Welt und das Wohlergehen aller. Mantras der Heilung und des Wohlwollens. Und wir wollen die Mantras auch richten an Sarah Sundari, die seit heute Morgen mit schweren viralen Infektionen auf der Intensivstation liegt. Und wir wünschen ihr gute Heilung. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Urvarukamiva Bandhanam Vrityore Mukshiyamam Vrithat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Urvarukamiva Bandhanam Vrityore Mukshiyamam Vrithat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivatanam Urvarukamiva Bandhanam Vrityore Mukshiyamam Vrithat Om Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Puranam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sakinaha
Sarve santuni ramaya Sarve bhadrani pasyantu makaschetuka bhavet asatoma satkamaya soma jyotirgamaya mrityoramamritam gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Wir sprechen das allumfassende Gebet, die Nummer 802. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deine Gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bole Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bole Shivishnivananda Maharaj Ki Jai. Wir stehen auf zum Arati Nummer 804. Beziehungsweise wir wollen das Arati wie meistens Samstagabends wieder im Dunkeln machen. Dadurch hat das Arati noch eine besondere Wirkung. Wer den Text nicht kennt, kann mindestens den Refrain mit rezitieren. Jai Jai Arati, Licht sei überall. So wollen wir nicht nur positiv durch die Welt gehen, sondern auch voller Liebe und uns auch öffnen für eine höhere Wirklichkeit, öffnen für die Kraft und den Segen einer höheren Wirklichkeit. Om Jai Jai Arati. Jai Jai
Ihr könnt gerade noch mal einen Moment hier bleiben. Swami Vishnu lag auch immer Initiativen für den Frieden am Herzen. Und, ja, hallo, guten Abend. Ich möchte euch bitten, noch ein bisschen sitzen zu bleiben und eine Aktion für den Frieden mit uns gemeinsam mitzumachen. Weil meiner Meinung nach ist vor ein paar Tagen ein wunderschöner Friedensimpuls in der ganzen Menschheit gesetzt worden, das wo eigentlich noch nie da gewesen ist. Und da möchte ich euch bitten, nachher alle nach vorne zu kommen. Da verteilen wir uns alle auf die Bühne, machen ein gemeinsames Foto. Wir haben Buchstaben vorbereitet, wo wir hochhalten können. World, we love you. Und das Ganze hat einen Hintergrund, den erzähle ich euch gleich. Vorher hatte ich noch die Idee, wo jetzt der, wie heißt der? Der Chanmuk. Chanwa die Geschichte erzählt hat, das ganze verrückte Sachen. Man könnte die ganze Aktion vielleicht auch heute Nacht um 3 machen. Da hätte ich dann durch den Ashram gerannt und alle geweckt. Aber wahrscheinlich ist es euch lieber, wenn wir es heute Abend noch jetzt gleich machen. Und der Hintergrund zu der Geschichte, die ist halt diese, dass in die Spannungen in Israel und in Iran gerade ziemlich an der Spitze stehen. Und da also kurz vorm Kriegsausbruch steht. Und vor ein paar Tagen hat dann ein einzelner Israeli seine Tochter genommen, hat mit der ein schönes gemeinsames Foto gemacht. Das ist ein 41-jähriger Grafikdesigner, der Ronny. Hat das Bild dann genommen, hat das mit einem schönen rosa Hintergrund und blauer Schrift noch verschönert, hat dann draufgeschrieben, Iranians, we will never bomb your country, we love you. Also Iraner, wir werden niemals euer Land bombardieren, wir lieben euch. Und das hat er uns Facebook gestellt, auf seine Seite. Und am gleichen Tag haben 40.000 andere Israelis als auch Fotos gemacht, haben das im gleichen Sinne ins Facebook gestellt. Und wo ich das bei mir durchgelesen habe, habe ich da schon eine Gänsehaut gekriegt. Weil das so fantastisch ist, dass da so viele Menschen dann ihre Solidarität gezeigt haben. Und gleichzeitig haben dann auch irgendwelche Israelis noch eine Internetseite gegründet. Israelis love Iranians. Und als Gegenzug haben dann iranische Jugendliche auch eine Internetseite gegründet, Iranian People Love Israel People. Also, und das ganz Tolle an der Aktion ist eben das Einmalige, was ich finde, dass die Bevölkerung im Gegensatz zu den kriegstreibenden Regierungen und den ganzen Hintermännern, wo da vielleicht dahinter stehen und viel Geld machen wollen, dass jetzt einfach die Bevölkerung zeigt hat, dass die Bevölkerung gar keinen Krieg will, dass die einfach Frieden wollen. Und dass man das gar nicht braucht und dass das jetzt so richtig vom Volk kommt und dass das ganz enorm zunimmt. Am ersten Tag nach der Aktion gab es ein paar tausend Klicks auf die Seiten und am nächsten Tag waren das schon über 56 Millionen Klicks, wo das angeklickt wurde. Und das ist schon 3-4 Tage her, das ist also enorm gewachsen. Und da habe ich gedacht, da könnte sich Yoga Vidya oder beteiligt sich jetzt Yoga Vidya mit dem Foto heute Abend, das wir dann bei uns im Blog reinstellen. Und auch bei uns auf die Facebook-Seite und auf die anderen sozialen Netzwerkseiten dann veröffentlichen. Und damit vielleicht einen Beitrag noch mit leisten können zu dem ganzen Weltfrieden. Wir singen ja schon schöne Mantras immer mit Om Namo Narayanaya und Om Shanti. Und anscheinend gibt es jetzt auch eine Wirkung, dass wir das so häufig singen, jeden Tag eine Stunde. Und möchte ich euch jetzt bitten, einfach hier nach vorne zu kommen. Die Julia und ein paar andere werden ein paar Buchstaben verteilen und dann machen wir ein paar schöne Fotos. Vielen Dank. Genau den richtigen Platz hier, gell? Ja, toll, gell? Mir das auch so gefreut, wo ich das gelesen habe.
Ja, ich gehe noch weiter hinten. Ich mache das mal einzelne böse mal, so ein bisschen zwischendurch. Gut, oder? Jetzt muss ich mal gucken, alles auf einmal. Also könnt ihr euch jetzt ja alle in den Arm auch nehmen, vielleicht so, eure Nachbarn. Und kräftig lächeln und euch einfach freuen, dass alles so schön ist. Noch ein Bild von der Mitte nochmal. Geht ihr gerade mal auf die Seite? Okay, denk mal, das passt. Vielen Dank.